Alrighty, Sen, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und wir sind hier auf W50 bei dem alten Bärsi, bei dem störartigen Bärsi. Denn wir wollen wieder in die Players to Watch gucken und in die Gilden. Der letzte Part ist ungefähr 3 Monate her, zum Ende des letzten Elevators. Jetzt, also des vorletzten Elevators war der letzte Part. Und jetzt ist ja der letzte Elevator geendet. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ja, auch sehr nice. Da habe ich erstmal mein gespiegeltes Bild erst verglichen. Ich wollte Affenkopf gerade löschen, weil ich dachte 429, 429. Aber er war 414 vor 3 Monaten. Und ist jetzt 429. Ist weiterhin aktiv dabei bei Rising Star. Freut mich sehr. Avox. Er war 471. Zuletzt ist jetzt 487 bei Hollywood. Hat sich auch nochmal definitiv etwas neu ausgerüstet. Also das ist ein komplett neues Set hier. Ja, hübsch. Blinkt auch alles bei mir, aber ich kann ihn, selbst wenn er die Waffe rausnehmen würde, ich würde ihn kein Haar krümmen dürfen. Avox ist 467, er war 453 zuletzt. Auch er spielt weiterhin bei The Prophecy. Also Avox mit einem X natürlich weiterhin bei Hollywood. Und Avox mit 2X weiterhin bei The Prophecy. Die scheinen also auch nach wie vor guter Weg zu sein. Damals hatte Avox seinen Alu-Gear drin, jetzt hat er sein PvP-Gear drin. Das sieht natürlich schon mal ein bisschen flockiger aus. Er ist in Top 500, wie es aussieht. Wahrscheinlich noch in der Dungeon-Pause, könnte ich mir gut vorstellen. Warte mal, hatte das Avox beim letzten Mal auch schon stehen? Ich weiß gar nicht mehr, ob das so ist. Aber er spielt trotzdem weiter, nice. Und Affenkopf, was hat Affenkopf hier stehen? Hat er jetzt nicht mehr aktualisiert. Darling, ja, Darling können wir rausnehmen. Aber beim letzten Mal schon die Frage, ob er inaktiv war oder inaktiv ist. Er ist definitiv nicht mehr dabei. Dann kommen wir mal zu Double Trouble. Double Trouble, Dead Valley. Nach wie vor Dead Valley. Level 476, jetzt 493. Da könnte vielleicht auch eine Dungeon-Pause nicht mehr vorhanden sein. Hat er vielleicht gespielt. Als Assassine einer der Top-Charts hier auf dem Server, sieht auch sehr, sehr stark aus. Also man, ja, wenn, also auch Avox ist ein Top-Chart, definitiv. Aber, ja, also gerade die Ausdauer, ne, das muss man mal vergleichen zwischen den beiden. Das ist Double Trouble da auf jeden Fall. Also der Name passt halt so geil zum Assassin. Das ist richtig geil, dass er auch durchzieht. Sehr starke Leistung hier an der Stelle. Ja, Esther bei Rewind 420 ist nach wie vor bei Rewind 420 und hat 6 Level gemacht. MSA ist 1 oder 2% gegangen, als ja wahrscheinlich eher Free-to-Play jetzt unterwegs. Da kann ich jetzt die Level so gar nicht so gut einschätzen. Und er hat auch seine Beschreibung nicht geändert, aber er scheint weiterhin aktiv zu sein. Die Tränke sehen auch gerade sehr gut aus. Könnte natürlich daran liegen, weil eben gerade auch der Helle wieder am Start war. Rewind 420, gucke ich mir mal an hier. Ja, die Gilde ist leider irgendwie nur mit 19 Membern, sind auf dem Elevator Rang 90 geworden, wie es aussieht. Und das ist, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, es ist kein Legisteine-Reward gewesen, ne? Nee, das nicht. Sie sind aktiv, aber vielleicht haben die auch Platz für weitere Spieler, ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Fräulein, hau drauf. Ja, und hat er beim letzten Mal ja auch reingeschrieben, dass er männlich ist, auch immer noch so. Zweiter Tag keine Alu. Oh nein, aber das hat sich beim letzten Mal nicht geändert. Das heißt, er hat seitdem immer Alu gespielt. 479 jetzt, 463 damals. Auch natürlich sehr gut unterwegs als Char. Man sieht von den Werten her, ist es Mix wie bei Avox. Auch hier bei Hollywood unterwegs. Ja, zieht durch. So, Krebo war zuletzt 452, ist jetzt 467. Auch da geht es weiter. Ein solider, ausdauerstarkender Krieger geht seinen Gang bei Hollywood einher. Auch, natürlich wichtiger Part. Also auch wenn man im Level nicht so hoch ist, die sind alle wichtig. Aktivität ist das Wichtigste auch für die starken Gilden, um halt stark zu bleiben. Das gilt für jeden Spieler. Und auch Klößchen ist ein guter Spieler. Als Bärsi von 468 auf 485 hochgegangen. Hier jetzt natürlich auch mit ein bisschen Alu-Gear, aber es könnte sogar definitiv sein, dass er möglicherweise auch nicht mehr in der Dungeon-Pause jetzt ist. Und erst bei der Holzfällehütte ist ja, glaube ich, die Gilde von Dorsa oder mit Dorsa, damals Terra, Dorsa, dabei.
Ich weiß nicht, ob Terra überhaupt da noch spielt. Dorsa ist aber der Leader, ja. Also es ist die Gilde von Dorsa, kann man so sagen. Und ja, er grüßt mich trotzdem, finde ich sehr gut. Dankeschön. Jedes Mal freue ich mich wahrscheinlich drüber. Aber ja, auch sehr gut unterwegs im Level und auch im Rangbereich. Also einer der ja, schon bald in die Top-Charts gehörenden Spieler des Servers. Und ein sehr, sehr starker Spieler als Let's Runes, als Battle Mage. Ist jetzt zum Beispiel die Frage, von den meisten Battle Mages habe ich gehört ungefähr, dass er gerade im Late Game, also ich sag mal, wir sind ja hier schon bei dem Level eher im späten Mid Game, Anfang des Late Games, dass man da den Unterschied nicht so bemerkt von dem Battle Mage Nerf oder Battle Mage Veränderung, die es da gab. Also ein richtiger Nerf war es ja nicht, aber irgendwie doch, keine Ahnung. Weiß nicht, Let's Runes, wie ist denn dein Eindruck derzeit? Im PvE-PvP-Bereich so, seit der Änderung, hat sich da was für dich geändert? Er ist Level 510, er hat, glaube ich, in die Texte auch die Dungeon-Pause geschrieben. Ja, das ist natürlich wirklich ein krasser Top-Char, muss man so sagen. Sieht roundabout sehr nice aus, deshalb GZ, dass du das so schön weiterführst. Ja, und Mr. Fluffy Junior, der fällt jetzt hier, das sieht ein bisschen so aus, als würde er abfallen, aber wenn man auch mal die Werte vergleicht, auch mit den ersten Spielern, die wir hatten, auch sehr gut unterwegs, als Bersi, nach wie vor bei Hollywood, er ist mit 391 in die Dungeon-Pause gegangen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch, also er war damals Level 471, deshalb würde ich davon ausgehen, dass er die Dungeon-Pause noch nicht bespielt hat, also das könnte sein dann beim nächsten Mal, dass wir einige Spieler hier in dem Levelbereich sehen, die dann nochmal ordentliches Upgrade gefarmt haben, denn so eine Dungeon-Pause, ich habe es ja gesehen auf S41, das macht dann schon nochmal ein paar Level aus, binnen eines gewissen Zeitraums. Jetzt waren es 13 Level, da werden das vielleicht doppelt so viele sein, möglicherweise. So, NK485 bei der Holzverlöte mit 446 damals, jetzt 457, klar, er hat sein Alu-Gear an, ist vielleicht auch ein Spieler, der jetzt ein bisschen mehr Ego spielt, nicht so krass reinpilzt, aber muss er auch nicht. Auch diese Spieler sind sehr wichtig. Tränke sehen ganz gut aus, vielleicht Lebensrang sogar erst frisch ausgelaufen, man weiß es nicht nach dem Hellewetter. Also hat er bestimmt auch eine gute Leistung für die Holzfällerhütte geleistet. Und einmal Holzfällerhütte, immer Holzfällerhütte. Ne? Nocto, bleiben wir gleich mal dabei. Auch Part der Holzfällerhütte, damals 458, jetzt 475. Und er meinte damals von den Kosten her, ist es, hat er noch einiges drin, ich weiß gerade gar nicht, damals, sehe es nicht mehr, doch. Also die Kosten haben sich jetzt um 100 Euro erhöht, also vielleicht wegen dem Hellevator oder so, oder wegen dem Legi Dungeon damals, könnte man sagen 100 Euro in 3 Monaten so roundabout, trotzdem für einen sehr guten Char hier, ist das auch eine super Leistung. Ja, und neu dabei ist jetzt Red Fox, aka Vanessa. Auf W50 bei Rising Star hat sie angeheuert als Mage mit 407. Vom Level her ein bisschen weniger als die anderen, trotzdem vom Rang her gar nicht schlecht. Auch hier, die Werte sehen schon nicht so schlecht aus. Also, ja, ich möchte fast sagen Aufhol-Char. Ja, ach so, ist ja auch so. 24.06.2022 angefangen und seit dem 11. März in der Dungeon-Pause. Also gut, da gehen jetzt nicht so viele Level demnächst, aber trotzdem ist der Char Stand jetzt noch nicht mal ein Jahr alt und trotzdem 407, also das ist dann ordentlich, was sie hier macht, werden wir weiter verfolgen, also wie gesagt, in den Leveln nächsten 3 Monate wird da nicht so viel passieren, dennoch schön, auch gerade für Rising Star wirklich schön, dass sie da auch eine richtig gute Spielerin bekommen haben. Und Stormhunter 1 ist auch noch dabei, hat 13 Level gemacht, da war damals 376, den könnte ich vielleicht sogar angreifen, also wenn ich Tränke hätte, könnte ich mir vielleicht sogar das Item hier holen. Mal gucken, also ich habe jetzt keine Tränke drin, also nee, die Werte sind viel zu schlecht, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Bei The Prophecy, wie gesagt, unterwegs und wahrscheinlich auch in der Dungeon-Pause, aber auch nice, nach wie vor meine Werbung da drin, super, super. Super nice. Ich sehe aber, was er sehr aktuell führt. Beim letzten Mal war sein bester Rang 1277 und jetzt ist es 1181 und er ist auch gerade 1182. Also man sieht, ne, da ist was drin. Er hat 100 Ranks gut gemacht, auch wenn er vielleicht nicht, weiß ich nicht, wie viel Kosten er investiert hat. Allein durch die Aktivität bin in 3 Monaten 100 Plätze nach oben gekommen. Also das ist im Schnitt nicht schlecht.
und auch nicht schlecht unterwegs ist der liebe Taube. Damals 471, jetzt 487, auch ein schönes Set hat er dabei. Ich glaube, es ist das gleiche Set wie beim letzten Mal, wenn ich so grob überblicke. Also entweder er hat nicht geupdatet oder er hat einfach gleich das Set wieder angepasst. Also das kann natürlich sein. Ich habe mir die Werte damals, glaube ich, nicht angeguckt. Ist ja auch wurscht. Trotzdem freut mich, dass er auch hier durchzieht. Crit happens. Ja, wir sehen auch schon den goldenen Hintergrund. Also da wissen wir, was da passiert ist. Hier weiß ich jetzt nicht ganz, ob noch Dungeon Pause oder nicht. Kann er ja vielleicht mal schreiben. Aber Level 500 wird ja bald passieren. Also das ist nicht mehr weit weg hier. Und 139. Rang, damals 149. Also das ist auch einer der sehr guten Chars hier auf dem Server. Und bei Tobi geht auch was. Und Tobi ist nämlich weitestgehend Free-to-Play, würde ich sagen. Bis jetzt kein Cent im Spiel gespielt. Und 442, also das ist halt krass. Er spielt bei Herzblut, damals auch bei Herzblut. Hat 15 Level gemacht. Ich frage mich immer, wie das geht, aber die Leute farmen dann halt auch viel Lucky Coins. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Ziehen sich dadurch halt sehr viele Pilze auch übers Glücksrad und nutzen das halt auch effektiv. Und ja, einen Unterschied sieht man vielleicht mit Pilzern dann in den Stats. Also er hat hauptsächlich Stärke geskillt. Ja? Also wenn man jetzt die reinen Grundstats vergleicht, da würden Pilzer dann mehr haben. Aber es ist trotzdem eine mega krasse Leistung, definitiv. Also so ein Level rein zu spielen Free-to-Play. Und ich weiß, es gibt Spieler, die Chars über Jahre, also noch mehr Jahre Free-to-Play spielen. An der Stelle mal wieder mein Shoutout an alle Free-to-Play-Spieler. Ihr seid mega wichtig für die Community. Ihr seid mega wichtig auch für mich, finde ich. Auch wenn ihr natürlich jetzt keine Pilze kauft. Aber auch für Blaya seid ihr extrem wichtig, weil ihr halt Gilden füllt. Ihr seid die checked aktiveren Spieler teilweise auch an Aktionen dabei. Also ich will, es ist wirklich krass, wie wichtig so die Free-to-Play-Spielerschaft für Shakes and Fidget ist. Also ohne die Free-to-Play-Spieler wird es das Spiel so auch nicht geben mehr. Denke ich nicht. So, dann schauen wir uns mal Universe an. Bei Universe ist möglicherweise auch ein bisschen was mit Dungeons passiert. Er hat fast 20 Level gemacht. Von 495 auf 512, Rang 3. Letztes Mal war er Rang 4, wo wir ihn gesehen haben. Ne? Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Er hat als Ziel dieses Jahr 535 ausgegeben. Also, er hat ja schon zum letzten Mal auf jeden Fall die Hälfte fast geschafft von dem, was er schaffen musste. Also, denke ich, kann er das definitiv auch schaffen. Ja, von den Skills her, ja, also die Werte, das ist halt nochmal eine kleine andere Liga als alle anderen Spieler auch zuvor. Es ist damals schon so gewesen, es ist nach wie vor so. Er war ja auch von Serverstart an ganz, ganz oben dabei. Ich glaube, er war teilweise der levelhöchste Spieler auf jeden Fall. Krass. Aber hey, was sehe ich denn da? Ein Vedox hat von Level 469 auf Level 510 gepusht. Also hier bin ich mir sehr sicher, dass eine Dungeon-Pause passiert ist als Kampfmagier. So viele Level. Also Vedox hat richtig Bock auf den Server. Für alle, die es nicht wissen, Vedox ist, er spielt sogar Pause auf s23.de oder was? Also Vedox, einer auch neben Taube und Red Fox, aka Vanessa, einer der längsten Spieler, mit denen ich zu tun hatte, Kontakt hatte. Er war damals auf S23 in meiner Gilde. Und auch regelmäßig auf Instagram am Liken. ist, glaube ich, gerade im Urlaub, wenn ich das gerade aufnehme. Krass, was er da gemacht hat mit seinem Battlemage. Also, also auch mal die Werte hier sich angucken. Also, das ist auch ein Top-Char, definitiv. Er ist auch im Rang deutlich vorgekommen. Also, wenn ich hier jemand eine goldene Himbeere verteilen würde anhand der Folgen, dann wäre das heute wahrscheinlich Vedox sein Platz. So, Waldemar 97, damals bei Bloody Truth, jetzt bei den Shadow Hunters unterwegs. Er hatte damals ein paar Kosten eingeschrieben, das ist jetzt weg. Spielt vielleicht nur noch Free-to-Play, möglicherweise. Aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, er hat kein Reittier mehr drin. Also, ob das jetzt zufällig passiert ist oder ob er vielleicht, hier steht es ja auch Free-to-Play, 100 Alu. Ich meine, es kann ja sein, dass er die Alu schon gespielt hat, ne? Dann macht es auch Sinn, dass man den ersten Reittier dann kauft, wenn man wieder anfängt, die Alu zu spielen am nächsten Tag. Wir werden das beobachten. 10 Level hat er aber gemacht zum letzten Mal. Also, wenn er inaktiv ist, dann noch nicht so lange. Beim nächsten Mal in 3 Monaten werden wir es definitiv sehen. Schauen wir uns nochmal Yuka an. Yuka hat hier einen Bersi
der auch schon mal sehr gut aussieht. Natürlich, man sieht jetzt wieder den Unterschied zwischen Main-Attribut und Constitution gegenüber ein paar anderen Spielern, die wir hier gesehen haben. Aber er kratzt an der Top 100 und ich denke, das passt auch definitiv. Er hat seine Beschreibung aktualisiert. Edelsteinmine hat er 2 Stufen mehr. Schatzkammer hat er einiges gemacht in der letzten Zeit. Goldgrube auch ordentlich ausgebaut. Und die Aura ist um 7 Stufen gestiegen. Ja, das ist natürlich perfekt, wenn man das so sehen kann. Im Verhältnis für mich die Beschreibung also da sehr wichtig. Und er hat Mushrooms paid 42.000. Also für einen Char, der jetzt grob 2 Jahre alt ist. Ich glaube, Serverstart war im Juli 2021. 42.000. Das ist okay. Und er hat 469 Level gehabt, jetzt 484. Also, wie gesagt, er kratzt da gut mit dabei. Man kann auch mit moderatem Einsatz und permanenten, konstanten Spiel eben auch schon sehr gut sein. Und der Server W50 ist natürlich einer der stärksten Server nach wie vor. Bei anderen Servern wäre er vielleicht noch höher. Ja. Da schauen wir uns noch das Silver Player an. Das Silver Player hat 25 Level auch gemacht mit seinem soliden Krieger. Er hatte, glaube ich, beim letzten Mal auch geschrieben, dass, dass er nur noch ohne Tränke spielt. Ja, das stimmt nicht, Kappa. 25 Level, Dungeon-Pause 390. Ist es jetzt trotzdem so, dass du 25 Level ohne Dungeons gemacht hast, oder hast du jetzt schon Dungeons gelegt? Würde mich natürlich interessieren. Ich kann das schlecht einschätzen. Aber hey, wir sehen, wir mussten nur einen Spieler löschen. Bei einem ist so ein bisschen Fragezeichen und der Rest. Einen haben wir neu aufgenommen und der Rest ist nach wie vor aktiv, ey. Also das ist krass. Also das ist wirklich krass. Das kann man nicht erwarten bei so einem Server. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal die Gilden an. Achso, ja, störartige, ne? Störartige. Also ja, hier unten scheint es nicht mehr aktiv zu sein. Wir haben auch schon beim Hellewetter-Rang gesehen. Im Prinzip gibt es... Es gibt schon viele Gilden, die irgendwie mal einen Hellewetter gemacht haben. Mehr oder weniger. Jetzt in der Ehrenhalle im Moment die störtigen 86. Die werden noch runterfallen wahrscheinlich. Kleinere Gilden müssen die ja auch erstmal sozusagen überspielen. Aber wir wollen uns mal die Top 30 angucken. Damals 30. End of Time. Jetzt ist es... CZSK Fighters und die sind Hellevator Rang sogar 26. Also beim letzten Mal habe ich die gar nicht gesehen. Vielleicht sind die, ja, ein bisschen vorgekommen aus der Versenkung. Also 26. Platz Hellevator, jetzt 30. in der Anhalle, vorher bei mir gar nicht gesehen. Klingt schon mal gut. Und die Möbelwalder, die waren 29. sind nach wie vor 29. Aber damals waren sie im Hellevator 29. Jetzt sind sie 27. Also auch die Gilde, die macht sich, ja. Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mit meinem 387er Berserker jetzt wieder anfangen irgendwie, ne? Oder 383er Berserker, wäre das wahrscheinlich auch so eine Gilde, wo das sehr gut passen würde. Aber derzeit habe ich das tatsächlich nicht geplant. 28. Platz, End of Time. Ja, die waren damals 30. Also die sind hochgekommen, im Hellevator sogar 24. Damals waren sie 28. Also auch eine aufstrebende Gilde, muss man sagen. Sieht gut aus. Läuft bei denen. Molten Core 27. Oh, die sind damals 24. Platz gewesen. Muss ich mal schauen, dass ich auf die gerade komme. Sie waren auch damals im Hellevator Rang 21. Jetzt sind sie Rang 28. Die haben wohl gerade Struggle. Ich meine, sind auch nur 28 Member in der Gilde. Da ist anscheinend Bewegung. Sowieso jetzt, wenn ich die nächsten Gilden hier sehe, ist ja einiges an Bewegung drin. Dass sich das für mich jetzt gar nicht mehr so gut aufstaffeln lässt. Ne? Also Cesca Greff habe ich beim letzten Mal auf 25 gesehen. Die sind jetzt 26, Hellevator 29, 47 Leute. Die scheinen auch ein bisschen abzubauen. Dann haben wir Chaos. Chaos war beim letzten Mal zumindest nicht mit dem Namen dabei. Sind aber beim Hellewetter auch 25. Also die sind anscheinend auch auf jeden Fall wichtig. Aber ich kenne jetzt die Geschichte nicht hinter Chaos. Und ob das jetzt vielleicht sogar eine Gilde ist, die jetzt Spieler dazu gewonnen hat, würde auf jeden Fall passen dafür, dass sie jetzt plötzlich schon so weit oben stehen. Ja. Flaggschiff Nixe, 24. Platz. Sie waren 22. Sind aber im Hellewetter jetzt 20. Und beim letzten Hellewetter waren sie...
27. Also hier scheint es auch eher nach vorne zu gehen. Das, ja, Ehrenrang ist immer so eine Geschichte. Wir haben ja natürlich hier einen großen Abstand in den Ehrenhallenpunkten. Das heißt, die sind also ob man jetzt 22. oder 24. ist, ist jetzt relativ unwichtig. Es gibt hier große Abstände. La Casa del Papel, ja. Ne, also, Helle wird der 50. Platz. Firenze. Ich sehe leider nicht, also 400.000. Kann ein Spieler von seinem Level alleine den Hellevator gemacht haben oder sind alle geliefert woanders hin wegen dem Hellevator? Also, das, ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht sehr interessant aus. Ich muss nochmal schauen, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Info. Partiano, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Ja, könnte ich jetzt bei Google auch besetzen. Hat er hier in der Textbeschreibung was drinstehen? Nee, hat er nicht. Ach, schade. Also, ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass er das alleine gerockt hat, ja. Und dann so ein Platz rauskommt. Also, das. Nee, das kann nicht sein. Da würden ja andere. Wenn wir das mal 50 rechnen. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht hinkommen, theoretisch. Also, wenn ich jetzt mich nicht verkalkuliere, kann das nicht hinkommen. Ja, La Casa de Papel. Also, die. Die Gilde gab es aber. Ja, die Gilde, die war Rang 10 beim letzten Mal. Also, wow. Oh, wow. Die haben sich aufgelöst, wie es aussieht. So, 22. Platz jetzt ist The Shield. The Shield gab es beim letzten Mal auch. Da waren sie 17. Da muss man mal ein bisschen vorgehen. Die waren Hellevator 20. jetzt 21. Also, die sind gerade voll. Das scheint sich jetzt nicht aufzulösen, aber die haben wahrscheinlich ordentlich profitiert davon, dass verschiedenste Spieler wahrscheinlich eher in andere Gilden gegangen sind. Also zumindest hat es den Eindruck. Lizo Lofgi war beim letzten Mal auf 19, jetzt 21. Sie waren im Hellevator auf 16, sind jetzt auf 17. Also sie sind im Hellevator besser nach wie vor als im normalen Ehrenrangverhältnis. Aber haben jetzt auch zum letzten Mal zumindest nicht das Level halten können, wenn auch nur minimal. 20. ist Haze of Glory. Haze of Glory war beim letzten Mal 28. Na, guck mal an. Also hier muss ich immer hin und her schalten. Das ist sehr witzig irgendwie. Man müsste das fast doch mal per Liste auswerten. Haze of Glory hatte beim letzten Mal 41 Member nur. Jetzt sind sie 49. Also das macht dann wahrscheinlich auch einen kleinen Unterschied aus. Im Hellevator waren sie 35. jetzt 22. Ich weiß nicht, vielleicht war damals auch irgendwie Gilden, vielleicht haben die eine Wing-Gilde rotiert. Aber sie sind ja insgesamt deutlich besser weggekommen in der Ehrenhalle wie auch beim Hellevator. Vielleicht gab es da auch klar eine Fusion oder so. Also die Gilde hat sich auf jeden Fall stabilisiert in den Top 20. The Devastators war beim letzten Mal 21, ist jetzt 19. Und da sieht es also auch tendenziell gar nicht so schlecht aus. Jetzt habe ich mich selber angemeldet, das wollte ich gar nicht. Devastators. Ah, die waren 13. im Hellevator. Damals, jetzt 16. Also ist auch gut, ist definitiv gut, aber anscheinend wurde jetzt nicht ganz so reingeballert. Oder wenn zum Beispiel so eine Gilde wie jetzt Haze of Glory La Casa de Papel einige Spieler woanders abgegeben hat, hat es vielleicht nicht mehr ganz gereicht für die Top-Leistung, ja. Das ist natürlich sehr knapp hier gewesen, gerade zum 15. Platz. Da kann ich gleich mal die 15 aufrufen. Haze of Glory, der was denn? Agentur für Arbeit, wo der Waldmeister drin ist. Da sehe ich auch schon, dass die letzten Mal 23. Platz waren in der Ehrenhalle. Also deutlich niedriger. Ich finde die jetzt gerade nur nicht mehr zum Draufklicken irgendwie. Also ganz, ganz wild. Sie waren damals 22. am Hellevator, sind jetzt 23. Also die haben sich anscheinend auch stabilisiert. An der Stelle muss ich einen Cut machen. Die Gildenbeschreibung klingt sehr tragisch und ich möchte das nicht kommentieren, deshalb machen wir weiter. Also Agentur für Arbeit, aber stabilisiert. The Forest, die waren da auch nah dabei. Die waren 18. Beim letzten Mal, sind jetzt 17. Aber auch im Hellevator deutlich besser als zuletzt. Also die haben den Rang 18 geschafft. Letztes Mal waren sie nämlich nur Rang 24. 1,659 Millionen. Also bis zum 24. Rang diesmal 300.000 Helltoken mehr gemacht. Das ist eine Aussage, die wahrscheinlich auch sagt, dass diese Gilde sich definitiv auch oben stabilisiert hat. Dann kommt Tigri. Ja, die waren 20. zuletzt und sind ein bisschen hochgekommen. Ich versuche gerade rauszufinden, wo sie im Hellevator waren. Sie waren 15. damals.
Und jetzt sind sie 12. Also das ist auch so eine Gilde, die permanent im Elevator besser ist als in der Ehrenhalle. Das heißt, dass vielleicht mehr Gildenmitglieder bereit sind zu pilzen. Aber man vielleicht noch nicht die Top-Chars hat, um in der Ehrenhalle eben noch viel weiter oben zu stehen. Also das sagt sowas oder kann sowas definitiv aussagen. Aber Top-15-Potenzial ist da definitiv drin. Extreme Madness waren damals 15. jetzt auch 15. Sie waren im Elevator 18. damals, sind jetzt im Elevator 14. Also auch eine Gilde, die sich in den Top 15 etabliert hat. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr kann. Elevator sieht sehr gut aus dieses Mal. Dann kommen wir zu The Prophecy. Und The Prophecy hatten wir ja bei uns auch drin. The Prophecy war eine Gilde, die beim letzten Mal 16. Platz war. Also knapp drunter. Extreme Madness hat sie jetzt gerade überholt. Im Elevator waren sie 19. Da sind sie aber 15. Also auch da ist es so. The Prophecy hat Extreme Madness überholt, will ich sagen. Also auch die haben den Kampf um die Top 15 angenommen und sind da fest verankert. Danach kommt der Narrenturm. Das ist ja auch ein sehr geiler Name. Hier stellen wir fest, die waren beim letzten Mal 9. Platz in der Ehrenhalle. Das ist natürlich schon mal ein kleiner Unterschied. Man sieht auch, dass sie zum Beispiel jetzt anders als die meisten anderen Gilden, die wir gerade gesehen haben, kaum mehr Ehrenhalle-Punkte haben als vorher. Das passt also. Also hier ist auf jeden Fall ein Abwärtstrend drin gewesen. Und beim letzten Elevator hat sich das schon angedeutet, die waren ja nur 17. Nur. Und jetzt sind sie 19. Da kann es natürlich sein, dass sie, also Narrenturm ist ja von Anfang an auch dabei, das weiß ich, dass die einige sehr gute Chars haben, um dass sie sich halt in der Ehrenhalle lange Zeit oben halten konnten. Aber jetzt vielleicht die Pilzbereitschaft insgesamt in der Gilde nicht so hoch ist und dass sie dadurch jetzt langfristig ein bisschen verlieren. Also es ist natürlich immer so schade, wenn man das sagt. Es hat sich irgendwie auch ein neuer Gildenleiter ergeben. Also ich hoffe, die Gilde, der alte Gildenleiter ist zumindest noch in der Gilde drin. Ich denke nicht, dass sich da jetzt was auflöst, ne? Aber es ist halt, ne, wenn es bei anderen, die Balance ist da, ne? Wir haben Gilden, wo es deutlich besser aussieht. Dann haben wir eben Gilden, wo dann die Balance geschaffen sein muss oder geschaffen wird, dass es halt nicht so läuft. Wo es auch recht gut läuft anscheinend, ist Herzblut, New. 12. Platz in der Ehrenhalle nach wie vor. Die haben auch mehr Ehrenhallenpunkte gut gemacht. Elevator waren sie damals sogar 9. Jetzt leider nur 11. Aber hey, auf so einem starken Server das ist nicht so schlimm, zumal der Abstand jetzt auch nicht mega riesig ist. Also es sind 60.000 Helltoken. Das ist jetzt keine fette Aussage nach unten. Ich denke, dass die eher auch an den Top 10 dran sind, als dass sie die Top 15 verlieren würden. Ace of Space, ja, hier haben wir jetzt ein bisschen Konstanz drin. Die waren 11. Beim letzten Mal auch 11. Beim letzten Mal Elevator 11. Jetzt auch nur 13. Aber muss jetzt auch keine große Sache sein. Interessant ist, dass das Durchschnittslevel bei Ace of Spades niedriger ist als bei Narrenturm zum Beispiel und bei Herzblut. Trotzdem halten sie sich immer noch da oben. Das finde ich sehr interessant. Jetzt kommen wir in die Top 10, The Burning Legion. Die waren damals nicht Top 10, die waren Top 14. Haben sich jetzt ein bisschen hochgeackert, wie es aussieht. Waren damals im Elevator ja schon auch besser, also 12. Jetzt sind sie 10. im Elevator und 10. in der Ehrenhalle. Haben halt natürlich ja, ordentlich Ehrenhalle-Punkte gefarmt. Das Durchschnittslevel ist auch richtig gut. Also das waren fast 20 Level im Schnitt mehr. Das ist eine Aussage. Und hier haben wir also wahrscheinlich auch die Gilde, also die wird sich wahrscheinlich auch halten in den Top 10. Kann natürlich jetzt aber auch sein, immer müssen wir mal dazu sagen, dass hier auch Spieler von La Casa de Papel drin sind. Ja, also das kann jetzt immer so ein bisschen sein. Die werden sich ja insgesamt, La Casa de Papel war damals 10. Platz. Die werden sich also auch eher in die Gilden in diesem Bereich gehalten haben. Und andere Gilden haben die natürlich gerne aufgenommen. Hungry Hippos. Ja. Die sind auch ein bisschen aufgestiegen, klar. Was ich gerade bei Burning Legion gesagt habe, gilt für die Hungry Hippos genauso. Ordentlich Ehrenhalle gepunktet. 23 Level im Schnitt verbessert. Also Elevator, 8. Platz. Damals waren sie 10. Also auch top dabei, die steigen immer mehr auf. Also gefühlt ist das eine Gilde, ich weiß, zu Beginn von W50 gab es die nicht in den Top. Dann hatte ich die irgendwann in meinem Gildenvergleich drin. Und jetzt haben sie sich halt wirklich auch gehalten. Die Shadowhunters, die spüren den Druck, würde ich jetzt mal behaupten. Die spüren den Druck von diesen aufstrebenden Gilden, die vielleicht auch eben mehr profitiert haben.
die Shadowhunters, Moment, hier, waren damals beim Hellevator 7. und sie waren in der Ehrenhalle 7. Jetzt sind sie 8. in der Ehrenhalle und 9. im Hellevator. Ist natürlich immer noch eine Top-10-Gilde, definitiv. Aber hier sieht man zum Beispiel, dass die Ehrenhalle-Punkte verhältnismäßig nur gering gestiegen sind. Das Durchschnittslevel ist gar nicht gestiegen im Schnitt, obwohl der Leader oder die Leaderin schon fast 20 Level gemacht hat. Hier sieht es also so aus, dass die auch mit Verlusten zu kämpfen hatten. Ja, dass Spieler aufgehört haben, gerade im höheren Bereich gewechselt sind oder halt inaktiv gegangen sind. Trotzdem würde ich sie immer noch auf jeden Fall zu Recht in den Top 10 einstufen, das sagen alle Werte. Also lasst euch davon nicht unterkriegen, es gibt immer ein bisschen Auf und Ab. So. Ein kleines Auf hat Rising Star dadurch erlebt, die haben sich zumindest an den Shadowhunters vorbeigemogelt. Das leckt jetzt wahrscheinlich auch an Vanessa, sowohl im Hellevator als auch in der Ehrenhalle, ein Platz besser. Hier ist auch das Durchschnittslevel nochmal besser im Schnitt, also das macht es dann wahrscheinlich auch aus. Die Frage ist jetzt natürlich, ob sie gegebenenfalls noch weiter steigen können. Das wird sich dann zeigen. Der aufsteigende Stern von W50, ja. Also auch die Gilde hatte schon ganz andere Platzierungen im Laufe der Zeit. Das weiß ich natürlich noch sehr gut. So. Und Konstanz haben wir jetzt drin. Also die nächsten Gilden sind alle auf dem gleichen Platz. Red Wings 6. Holzfällerhütte 5. Dead Valley 4. Knights Husseini 3. Hollywood 2. und Crit Happens auf der 1. Das hat sich nicht geändert. Prinzipiell sind auch alle Gilden deutlich stärker in den Ehrenhallenpunkten vertreten. Das gilt für alle im Schnitt. Hellevator ist aber tatsächlich interessant. Da ist Dead Valley stärker gewesen als Knights Husseini. Also das war übrigens beim letzten Mal nämlich andersrum. Da war Dead Valley nur auf der 5. Jetzt sind sie auf der 3 im Hellevator. Also die haben sich anscheinend was vorgenommen. Und ich sag mal, das Durchschnittslevel ist auch besser bei denen. Also hier müssen die Knights definitiv bangen um ihre Top-3-Platzierung. Und ich weiß, dass vom Timotep letztes Mal das Casino Royale eine Fusionsgilde war. Die hatte ich, glaube ich, gesucht. Und die hatten sich umbenannt in die Knights Husseini. Also das war nicht so, wie ich das damals dachte. Irgendwas von Terra war. Hat es irgendwie so im Kopf. Aber Dead Valley, wie gesagt, die scheinen die anzugreifen. Also ich glaube, die spüren den Windschatten sehr, sehr deutlich. Mal sehen, wie die Reaktion da aussehen wird. Und die Top 2 Gilden, da ist echt einfach eine sehr, sehr starke Konstanz drin, muss man so sagen. Ich muss auch trotzdem erwähnen, dass die Durchschnittslevel sich nochmal ordentlich gestiegen haben bei allen Gilden da oben. Bei den Top 2 Gilden ist es so, dass Crit Happens hat 22 Level gemacht. Hollywood hat 14 Level gemacht. Da hatte ich auch irgendwie eine Info bekommen, dass möglicherweise mehr Spieler bei Crit Happens die Dungeon-Pause gemacht haben oder ausgespielt haben als bei Hollywood. Das würde dann bedeuten, dass spätestens beim nächsten Mal eigentlich der Levelunterschied höher sein müsste bei Hollywood. Anhand dieser Informationen, wie aktuell das jetzt wirklich noch stattfindet, kann ich natürlich nicht tracken. Also könnte ich schon, aber die Zeit habe ich nicht. Prinzipiell sind also aber beide Gilden sehr, sehr gut. Und man sieht dann natürlich auch, also hier, dass wir also die Top 4 Gilden über 3 Millionen deutlich gemacht haben. Und bis Rang 11 über 2 Millionen. Also das heißt, W50 ist mit 11 Gilden in der Top-Liste vertreten, von allen Gilden im Hellevator über 2 Millionen. Also das ist halt eine Aussage, natürlich auch neben dessen, dass wir, glaube ich, bis Rang, Reward Rank, also Gilden, die bis zum 51. Platz gekommen sind, im Hellevator einen legendären Stein bekommen haben. Das ist auch eine Aussage, dass dieser Server wirklich, also ich glaube S1, S2.de und die meisten S1-Server der nationalen Länder, die sind teilweise noch stärker. Vielleicht noch der ein oder andere Server, den ich jetzt nicht ganz im Blick habe. Ich wollte mir die Liste eigentlich noch angucken, habe ich jetzt leider nicht. Aber trotzdem ist W50, glaube ich,
S31 könnte vielleicht da noch stark sein. Langfristig W1 möglicherweise. EU1 nicht, die sind noch zu frisch. Einer der stärksten Server auf jeden Fall. Vor allen Dingen, also von den W-Welten würde ich sagen, der stärkste Server. Und ja, das hat sich abgezeichnet von vorne an bis hinten und es geht so weiter. Das freut mich extrem. Wir haben eben auch nicht nur die Spieler, sondern auch die Gilden allgemein. Also auf diesem Server würde es sich lohnen. Vielleicht überlege ich mir tatsächlich, dass ich auf W50 einfach mal als kleine Anekdote mal den Stammtisch gründe für Spieler, die da vielleicht Bock haben, also ohne irgendwelche Ziele, einfach nur den Stammtisch so als kleine Anekdote an meine eigene Gilde auf Server 23 damals. Aber der Server ist wirklich aktivitätstechnisch sehr, sehr zu empfehlen. Und das war's mit der Players to Watch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt oder ja, noch nicht wisst, Giveaway wird auch kommen oder es kam schon, ich weiß es noch nicht. Macht da auf jeden Fall mit. Und ich würde sagen, danke fürs Zuhören, haut rein, macht da tschüss und servus. Euer Basti.